Nötig ist nämlich die moralische Isolierung der Terroristen. Nötig ist die moralische Ernüchterung auch der letzten Sympathisanten. Diese letzten Sympathisanten müssen endlich begreifen, dass ihre Sympathien und dass ihr moralischer Beistand Mördern gilt. Hatten Sie schon einmal ähnliche Pläne? Etwa den, einen bewaffneten Umsturz vorzubereiten? Nein. Aber das war eben unser Fehler. Wir haben viel zu lange mit dem Gedanken an die Revolution nur gespielt. Ich meine, dass sie jetzt endlich gemacht werden muss. So, da sind sie alle drin. Da steht's. Pass auf, das waren die ersten, waren immer alle hier so in Rot. Das waren die ganz, das waren so chinesisch billige Bücher und die habe ich einfach so, das, die mal. Da steht ja immer alles vorne drauf. Hier Sympathisanten. Da, da steht Sie sogar auch. Schleierentführung. Sympathisanten. Ja, Herbst in Deutschland, 77. Ah ja, Deutschland im Herbst. Seit Jahrzehnten führt meine Mutter Margarete von Trotter ein Tagebuch. Ich habe schnell erkannt, dass es sich um Aufzeichnungen von fast zeitgeschichtlichem Wert handelt. Vor allem die 70er Jahre interessieren mich. Eine Zeit, die ich miterlebt, aber nicht wirklich verstanden habe. Meine Mutter und mein Stiefvater Volker Schlöndorff haben Filme über diese Zeit gemacht. Wichtige politische Filme, die man auch heute noch kennt. Sie waren ziemlich nah dran am Zeitgeschehen und an den Akteuren. Die Frage ist, wie nah? Um zu verstehen, was sie damals bewegte, muss man sich in die Zeit begeben. Eine Zeit, in der die RAF und Terrorismus die Schlagzeilen beherrschten, als Prominente, Künstler, Kirchenleute und Hochschullehrer mit dem Wort Sympathisant belegt worden sind, als geistige Wegbereiter des Terrors. Wie konnte es dazu kommen? Also habe ich angefangen, zusammenzutragen, was ich an Politischem und Persönlichem dazu finde. Alles nahm 1968 seinen Anfang. Wie breit die Unterstützung der RAF in manchen Kreisen in den 70er Jahren aber war, ist bis heute nicht wirklich klar. Von heute aus eigentlich kaum vorstellbar, dass eine so kleine radikale Gruppe große Sympathien auf sich zieht. Dass meine Eltern mitten im Geschehen waren, war auch ein Auslöser für diesen Film. Wie haben Sie und viele andere damals gedacht? Manche, die damals dabei waren, kenne ich, seit ich Kind war. So auch Peter Schneider oder Daniel Cohn-Bendit. Ich kann mich auch noch an die Namen von Christoph Wackernagel und Bommi Baumann erinnern. Wie oft ist es mir als Historiker so gegangen, dass Zeitzeugen nicht mehr lebten, man sie nicht mehr befragen konnte? Also endlich einmal rechtzeitig damit anfangen. Wie gut doch diese Hermes-Kalender sind, hat mir übrigens der Louis Malle damals den ersten geschenkt. Und seit 1963 habe ich die dann geführt. Und jetzt ist der 15. September. Man sieht das Jahr gar nicht, gell? Oben steht eben. Das kann ich aber dazu sagen. 77, 21. Oktober. Aus dem Bett, da stürmt die Polizei rein.
Schloss stellen sich an die Wand. Man hat sie erkannt. Ein Nachbar rief uns an. Sie sind ein Sympathisant. Ich sag, das muss ein Irrtum sein. Ich bin doch bloß ein Bürger. Doch die fliegen mir die Wohnung um. Als wäre ich ein Bürger. Heute der Kampf geht weiter. In einer großen Serie über Sympathisanten im Spiegel tauchen meine Eltern auf als Unterstützer der Roten Hilfe und von Anti-Isolationsfolter-Komitees. Mein Idol aber war Bundeskanzler Helmut Schmidt. Nicht nur wegen seiner Frisur. Gib mir mal einen Zehner. Mehr ist nicht drin. Wo fährst du hin? Zeig, das fragt man nicht. Warum nicht? Ich fahre zu einem Freund. Sie ist furchtbar neugierig. Ich weiß gar nicht, wie ihr das austreiben soll. Ja, ist auch mein Freund. Jetzt lass aber die nette Dame wieder in Ruhe. Mami, hör mal, die teuersten Autos der Welt. Rolls-Royce Silver Shadow, 123.987. Rolls-Royce Carnage Convertible, 177.522. Dodge Blackhawk, 150.880. Lincoln Continental Mark 3, 2 Millionen. 2 Millionen? Ja, die Sonderanfertigung für den amerikanischen Präsidenten. Nach genau 40 Jahren, nach dem Film, wo ich als kleiner Junge die teuersten Autos der Welt vorgelesen habe, sitzen wir wieder hier. Das ist wirklich die erste Begegnung seit den 40 Jahren. Und du bist nicht mehr fasziniert von Autos. Na, wie gesagt, ich hab mir das abgewöhnt, weil es unbezahlbar ist. Und Margarete kam dann mit dem Drehbuch, hat es mir zu lesen gegeben und mich hat das einfach interessiert, weil ich auch aus meiner Zeit in Düsseldorf sehr betroffen war. Und wir ja alle, es gab ja etwas, was es im deutschen Staat in der Form noch nicht gab. Man hat es auch gemerkt, wie hysterisch die Polizei reagiert hat mitunter, weil sie einfach auch weder für diese Aufgabe ausgebildet waren, noch genügend wussten. Die wussten ja gar nicht, wie sie reagieren sollten und es ist zum Teil dann auch überreagiert worden. Also ich kann mich erinnern, dass ich in Düsseldorf durch die Stadt gefahren bin, angehalten wurde und es war sofort eine Maschinenpistole, wurde durchs Fenster gesteckt und man musste sich sehr, sehr vorsichtig bewegen. Noch dazu, wenn man lange Haare hatte und hatte irgendwelche nicht bürgerlichen Klamotten an, das war dann schon heikel. Das kann jedem passieren. Ein Mann gerät in eine Razzia und wird von einem Polizisten niedergeschossen. Schon in diesem Augenblick hat die Baader-Meinhof-Gruppe im Grunde ihre Funktion für das System erfüllt. Wer aufmerksam die Presse verfolgt, wird sehen, dass es jetzt um den Kern des Problems geht, wie es in der Frankfurter Allgemeinen heißt. Und der Kern des Problems sind die Sympathisanten. Und die Sympathisanten sind nicht die wenigen, die direkt oder indirekt diese Gruppe unterstützt haben. Die Sympathisanten in diesem Sinne sind wir alle.
Man war empört. Das war eine Empörung, dass ein Staat, der sich als demokratischer Staat ausgibt, dann doch wieder solche Methoden anwendet, die eigentlich dem Nationalsozialismus zugesprochen werden konnten. Ja. Also das war immer wieder dieses Wehren einer Generation, die sehr spät aufgewacht ist, die sehr spät aufgeklärt worden ist, so wie wir. Ja, wie gesagt, 50er Jahre haben wir ja gar nichts gewusst. Das fing ja dann erst allmählich in den 60er Jahren an. Und dadurch, dass wir es so spät erfahren haben, waren wir natürlich auch besonders betroffen und besonders wütend und besonders bereit, uns zu wehren. Und auf einmal hatte man das Gefühl, es soll wieder mit polizeistaatlichen Mitteln etwas gelöst werden, was eigentlich zu einer Auseinandersetzung innerhalb der Zivilgesellschaft geschehen sollte. Also da bezeichne ich mich schon als Sympathisant, weil ich habe versucht zu reflektieren, was da passiert. Und das ist ja das Geringste, was man machen kann. Es war schon schick, zu sympathisieren. Es sind Leute, die mit dem Aktionen, die, sagen wir, die radikaleren, die bewaffneteren gemacht haben, emotional Verständnis gezeigt haben. Natürlich, Sympathie ist ja was Positives eigentlich. Und Sympathisant war ja eine Erfindung der Presse. Den Begriff gab es vorher, soweit ich weiß, in diesem Zusammenhang gar nicht. Das hat man benutzt, um einen positiven Begriff zu verwenden, bewusst diffamieren, um die Leute bewusst zu diffamieren. Da mein Vater mit Sprache ja umging, war das für ihn auch eine Verhunzung der Sprache, natürlich. Das entscheidende Problem aber bleiben die Sympathisanten. Aktive, geistige und publizistische, ohne die eine kleine Bande von mordenden und raubenden sogenannten angeblichen Weltveränderern nie zu der Gefahr hätte werden können. Aber es wird höchste Zeit, dass das breite Sympathisantenfeld aufgelöst wird und dass der Nährboden, auf dem die Ideologie des Terrors sich ausbreitete, ausgetrocknet wird. Ihnen allen zur Seite stehen rund 5000 aktive Sympathisanten, die bereit sind, in Wort und Schrift und Tat Hilfe zu leisten. Es wird den Demagogen und den politischen Clowns nicht gelingen, eine kriminelle Vereinigung in eine politische Bewegung umzumachen. Verharmlosung und der Bemäntelung krimineller Gewaltakte. Zurzeit wird nach 30 Gewalttätern, die bereits aktiv waren, legitimiert. Herr Brückner, etwas mit der Bader-Meinhof-Gruppe und Bande zu tun. Diese Gruppenbenennung, Sympathisanten, Helfershelfer, Humus, auf dem das alles gewachsen ist, damit wird ein Klima der Denunziation geschaffen, in dem kein Intellektueller mehr arbeiten kann. Ich kann in diesem Lande, in diesem gegenwärtigen Hetzklima nicht arbeiten. Und in einem Land, in dem ich nicht arbeiten kann, kann ich auch nicht leben. Ich glaube, Sympathisanten waren die Intellektuellen und intellektuell Unterstützenden. Unterstützer waren die, die konkrete Sachen gemacht haben, also Ausweise besorgt. Klar, es gibt ja auch so Zwischen, du musst ja auch nicht illegal sein, du kannst auch als so ein halblegaler oder umfeldlegaler Bereich Pässe besorgen, Waffen besorgen, Depots anlegen und so weiter und so fort. Da gibt es ja wahnsinnig viel Aufgaben, oder gab es wahnsinnig viele Aufgaben, die man zu tun hatte. Guten Tag. Sind Sie Herr Grave? Ja. Ich bin Christa Klages, eine Freundin von Wolfgang Prinz. Ach, von Wolfgang. Wie geht's ihm? Na, kommen Sie doch rein. Erzählen Sie mir von Wolfgang. Hat er endlich Arbeit gefunden? Seine Eltern sagten mir, er würde nur so herumgammeln. Ja, der hat eine Arbeit gefunden. Herr Grave, ich wollte Sie fragen, ob mein Freund und ich vielleicht für eine Nacht bei Ihnen unterkommen könnten. Seine Eltern wohnen nur 200 Meter weiter. Ja, ich bin nicht mit Wolf hier. Und bei seinen Eltern habe ich schon gefragt, da geht es nicht. Nein, ich habe sehr wenig was. Aber das macht doch nichts, wir könnten zum Beispiel hier auf dem... Nein, das ist mein Amtszimmer. Aber ich kann Ihnen auch eine Pension besorgen. Auch bezahlen, meinetwegen. Ich glaube, ich hatte angefangen, an diesem Drehbuch Messer im Kopf zu schreiben. Und da, als mich Margarete da fragte,
habe ich gedacht, das ist doch prima, wenn du mal erlebst, wie das vor so einer Kamera ist. Wir haben auch Fotos. Und da habe ich diesen Pfarrer gespielt. Ja, naja. Diese Frage einfach, was machst du, wenn jemand vor der Tür steht und will übernachten und ist verfolgt. Wenn man das ablöst von jedem Kontext, ja, dann ist ja die Versuchung da, dass man entweder also mutig ist und sagt, klar, mache ich, oder man sagt, nein, und ist eben ein Spießer und Verräter. Das saß einfach im Kopf. Wenn einer an die Tür klopft, bewährst du dich damit, dass du sagst, komm rein. Und ich bin ja auch später durch andere Mitglieder, die ich kannte, öfter mal in so eine Situation gekommen, mal den Pass auszuleihen, mal das Auto auszuleihen. Und ich habe, ich glaube, einmal bis auf eine Geldgeschichte, da habe ich einer bestimmten Person was gegeben, habe ich mich da immer rausgehalten. Erich Fried würde ich als allgemeinen Sympathisanten eines radikalen linken Aufbruchs bezeichnen und als jemand, der von der Notwendigkeit überzeugt ist, dass man die Welt grundsätzlich ändern muss. Aber das ist doch schon dazu, sehr viel. Ja, sehr, sehr viel, haben wir auch dazugehört. Deswegen kamen ja auch diese Sympathien da. Aber wenn Sie in dem Moment, wo Sie Tote auf der Straße haben oder einen Sprengstoffanschlag machen, sowas, dann schmilzt das ganz schnell weg. Die RAF-Leute, soweit man ihnen begegnet ist, haben gesagt, gib es doch zu, du würdest doch auch am liebsten tun, aber du bist zu feige. Du hast den Mumm einfach nicht. Du bist zu feige, du springst nicht. Und dieses Argument mit dem Mut ist ja ein sehr wirksames Argument. Niemand gibt gern zu, dass er zu feige ist. Nicht? Statt also zu sagen, pass auf, ich sehe das anders als du. Ich halte es sogar für eine völlig bescheuerte Strategie. Und eigentlich wäre es am besten, man würde euch alle bei der Polizei abgeben, noch mehr Schaden anrichtet. Ja? Diesen Mumm hat ja nun wirklich keiner gehabt. Und übrigens sind ganz viele Leute, die ich kenne, damit reingeraten, weil sie erstmal nur helfen wollten. Also zum Beispiel ein Paket abholen, in dem dann, wie sie es gar nicht wussten, Waffen waren. Ja, ja, wenn du das schon getan hast, jetzt könntest du doch noch das tun und das tun und das tun. Und wer da dann nicht den Mut hat, das Wort anders benutzt, zu sagen, nee, ich denke überhaupt nicht dran. Ihr habt mir noch nicht mal gesagt, dass in dem Paket Waffen sind. Ihr habt mich einfach einer Gefahr ausgesetzt, von der ich gar nicht wusste. Was seid ihr denn für Leute? Ja? Statt diesen Mut zu haben, sind dann viele reingeschlittert und waren plötzlich drin, kamen nicht mehr raus. Man wurde dann doch manchmal auch ein bisschen sehr weit reingezogen. Aber vielleicht erinnerst du dich daran, da ging es um etwas, was dir übergeben wurde von Sympathisanten oder sowas. Erinnerst du dich daran, was das genau war? Wenn es irgendetwas war, was nicht in Ordnung ist, dann ist es sicher verjährt. Ja, ich erinnere mich genau, aber darüber ist besser nicht zu sprechen. Warum nicht? Naja, gut, sie sind ja tot, die Leute, die mir das übergeben haben, aber trotzdem. Was war denn das genau? Ich weiß es nicht, es war ein Koffer und da haben mich gebeten, den irgendwie zu verstecken. Und was da drin war, habe ich nie reingeguckt. Das war das genau, dass damals hieß, man soll Autos geben, man soll Pässe ausleihen oder seinen Pass. Naja, ich zum Beispiel, also dem Volker ist ja mal der Pass geklaut worden in Frankfurt. Da hat er eine Oper inszeniert und aus dem Auto raus. Und als er damit zur Polizei gesagt, sein Pass ist geschaut, hat man ihm nicht geglaubt, weil er eben als Sympathisant galt. Und man hat ihm unterstellt, er hätte diesen Pass weitergereicht, ja, was nicht der Fall war. Also ist man natürlich sehr schnell in diese Ecke reingerutscht, dass man ihnen hilft, auch wenn man es nicht getan hat. Alles, alles, alles.
Aber wir müssen den Kollegen von der Presse Gelegenheit geben, ihrer Informationspflicht nachzukommen. Johnny! Im nunmehr größten deutschen Kinocenter mit über 2000 Plätzen erlebt am Freitag ein Film seine Premiere, der sich an Bölls sehr kurz geratene Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum orientiert. Der profilierte Regisseur Volker Schlöndorff hat mit seiner Frau Margarete von Trotter als Co-Autorin die Böllsche Parabel über Meinungsjournalismus klug und sensibel inszeniert. Unter den Darstellern Mario Adorf und Angela Winkler. Erzählt wird die Geschichte dieser Frau, die einen jungen Mann kennenlernt und ihn mit nach Hause nimmt. Am nächsten Morgen steht die Polizei vor der Tür. Heinrich Böll hat dann die Fahnen von Katharina Blum uns geschickt und gesagt, er würde glauben, also hauptsächlich natürlich Volker, weil ich war ja nur Schauspielerin bis dahin, dass das uns interessieren könnte. Und natürlich hat es uns interessiert. Und wir haben ihn dann im Verlag in Köln getroffen und uns also eigentlich gleich gut verstanden. Und es war klar dann, dass wir den Film machen würden. Ja, also das heißt, dass Volker den Film macht und ich da mitarbeite und dass ich da auch mit Regie führe, das hat sich dann erst ergeben. Und ich habe nie verstanden, die Aufregung in Deutschland gegen Böll und gegen uns alle. Was hat er denn getan? Er hat ein Buch geschrieben, er hat einen Artikel im Spiegel geschrieben und dann hat er die Katharina Blum geschrieben. Warum dann diese Aufregung, die sich ja nicht nur in der Springerpresse, wo das angefangen hatte mit dem geistigen Vater der Gewalt, überall fortgesetzt hat, das ist, was ich nie verstanden habe. Dass die Quick, die es heute nicht mehr gibt, 1977, 22. September, einen Bericht bringt, die Sympathisanten. Hier das berühmte Foto, ermordete Sicherheitsbeamte und über der Leiche ihr Vater Heinrich Böll. Wie so ein, wie sagt man, falscher Heiliger oder so was. Also der Boden der Gewalt wurde durch den Ungeist der Sympathie mit den Gewalttätern gedüngt. Jahrelang warfen renommierte Verlage revolutionäre Druckerzeugnisse massenhaft auf den Büchermarkt. Heinrich Böll bezeichnete den Rechtsstaat, gegen den die Gewalt sich richtete, als Misthaufen und sagte, er sähe nur Reste verfaulender Macht, die mit rattenhafter Wut verteidigt würden. Er beschuldigte diesen Staat, die Terroristen in gnadenloser Jagd zu verfolgen. Am Tag der Beerdigung von Drenkmann war der Kommentar von Walden im Fernsehen, in den Tagesthemen, glaube ich, war es. Und da wurde mein Vater als einziger namentlich genannt, als Mitverursacher des Terrors. Er wurde falsch zitiert, bewusst falsch zitiert. Daraufhin hat er ja einen Prozess geführt, der 7 Jahre gedauert hat, den er aber letztendlich gewonnen hat. Es ging ja immer hin und her. Gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen. Dass vielleicht er doch ein bisschen auch dazu beigetragen hat, dass diese Polarisierung auch um seine Person stattgefunden hat. Das sehe ich nicht so. Er hat sich sehr dezidiert geäußert, sehr klar geäußert, dadurch vielleicht angreifbar gemacht. Aber er war eben kein Feigling. Und er war vor allen Dingen nicht angepasst. Es macht mich wahnsinnig, ewig mich gehetzt zu fühlen, denunziert zu fühlen und ewig gezwungen zu sein, dementieren, Presseerklärung, diese permanente Belästigung, jeder Idiot, entschuldigen Sie den Ausdruck, der ein bisschen zu viel getrunken hat und am Fernsehen einen Kommentar gibt, kann meinen Namen im Zusammenhang mit Bombenlegern nennen. Böll war wirklich überzeugt, dass hier der Rechtsstaat am Ende ist, weil er auch selbst diese Verfolgung nicht ertragen hat, der er ausgesetzt war. Der war da sehr dünnhäutiger, auch eben gerade als eingefleischter Pazifist und Kriegsteilnehmer und der immer gegen Gewalt gewesen ist. Dass er so fertig gemacht wurde, das konnte er sich nur erklären, dass die ganze Gesellschaft jetzt ja, also in Anführungszeichen, wieder zum Faschismus tendierte. In deinem Tagebuch steht auch einmal hier 5.10. heißt es, Böll hat angerufen. Böll hat angerufen. Er wagt sich kaum noch auf die Straße, so wird er angepöbelt.
Er habe die Nase nun endgültig voll. Bei seinem Malersohn sind sie auf irgendeinen frechen, anonymen Anruf hin mit 40 Mann und Maschinenpistolen aufgetaucht. Sippenhaft nennt er das. War sippenhaft, absolut. Ja, es war damals in der BZ. Am 7.2. war ein Bericht über eine Hausdurchsuchung bei meinem Bruder Raimund. Und das stand morgens in der Zeitung und die Hausdurchsuchung hatte noch gar nicht stattgefunden. Die kam dann nachmittags. Und da rief jemand Bekannter, mein Vater, an, aus Berlin, und sagte, hier steht was von der Hausdurchsuchung. Und sagte, wissen wir gar nichts von. Also sie hatte noch gar nicht stattgefunden, aber die Zeitung hat es schon gemeldet. Ist wohl offensichtlich so eine Stimmung auch entstanden, dass ich hier auch lese, also sie äußert sich um Sorge um meinen Stiefvater, Volker Schlündorf, und sagt dann auch, ich habe Angst vor rechten Terrorgruppen, die sich zurzeit bilden und die den Volkszorn vielleicht an den Leuten abreagieren werden, die von den Zeitungen denunziert werden. Ich habe Angst, dass Böll abgeknallt wird und auch für Volker. Es war eine sehr aggressive Stimmung. Also wir hatten schon Angst, dass hätte was passieren können. Das finde ich schon. Dutschke ist auch auf der Straße erschossen worden. Das hätte meinem Vater auch passieren können. Er hat hier auch keinerlei Schutz. Wollte er auch nicht. Die Frage ist dann doch zu stellen, ob Sie und andere sich die Pfeile nicht auf sich gezogen haben, indem Sie die Grenzlinie zum Terrorismus nicht früh genug und nicht deutlich genug gezogen haben. Wann hätten wir sie ziehen sollen? Bevor er da war? Wenn einer von den jetzt Denunzierten sich strafbar gemacht hat, soll man ihn anklagen, ein Ermittlungsverfahren und einen Prozess gegen ihn eröffnen. Herr Böll, Sie selber. Alles andere ist Denunziation. Alles andere ist Denunziation. Größer noch als die Schuld, die moralische und rechtliche Schuld der Schießenden, ist die moralische Schuld derer, die den Hass säen, aus dem Gewalt erwächst. Ich finde es empörend, wenn ein Mann vom geistigen Rang und der moralischen Integrität Heinrich Bölls verdächtigt wird, als ob er, man könnte auch andere nennen, Wegbereiter der Kriminalität und des Terrorismus sein. Davon kann doch überhaupt keine Rede sein und ich muss mich ausdrücklich vor diejenigen stellen, die auf diese Weise disqualifizierend nicht nur kommentiert, sondern leider gelegentlich auch bedroht werden. Ich sage weiterhin, dass Springer und Konsorten oder wie auch immer das war, mit zu dem frühen Tod beigetragen haben. Durch den ungeheuren Stress, den sie auf meinen Vater ausgeübt haben. Das bleibt nicht ohne Folgen. Das kann man nicht im Detail nachweisen, medizinisch nicht beweisen, aber für mich ist es so. In dem Jahr, in dem Katharina Blum ins Kino kam, fand in unserem Ferienhaus in Italien ebenfalls eine Razzia statt. Die Realität holte den Film ein. Kein schönes Erlebnis für einen 10-jährigen Jungen. In seinem Landhaus bei Florenz fanden italienische Carabinieri am 12. August 1975 einen nicht geladenen Revolver, als sie vergeblich nach Mitgliedern der Roten Brigaden suchten. Das war ein großer Schock, wenn man also da in der Wildnis sozusagen sitzt und auf einmal 5 Uhr früh da mit einem Megafon sofort rauskommen, venite fuori. Also ich erinnere mich noch genau, von meinem Kinderzimmer habe ich den Laden aufgemacht und da standen die unten mit dem Megafon. Ja, aber du hast ihn aufgemacht und sofort wieder zugemacht aus Schreck. Und da hat der Volker gleich gerufen,
Das sind Kinder, weil natürlich die dadurch, dass die erwartet haben, dass da Terroristen bei uns sind, dachten natürlich vielleicht, wenn die gleich zumachen, dass das die sind, dann hätten sofort hochgeschossen. In Deutschland soll es etwa 350 Mitglieder oder Sympathisanten von Gruppen wie der Baader-Meinhof-Gruppe geben. Böll hat gesagt, es sind 6 gegen 60 Millionen. Wie können so wenige einem so stabilen oder vielleicht doch nicht so stabilen Land solche Angst einjagen? Das versteht niemand. Die Antwort ist wahrscheinlich, dass nicht die 6 den 60 Millionen Angst machen, sondern dass man die 60 Millionen glauben macht, sie müssten vor den 6 Angst haben. Man benutzt die 6, um die Angst zu schüren. Diese Angst ist von A bis Z erfunden. Es gibt nicht sowas wie einen Volkszorn auf Baader-Meinhof. Dieser Zorn wird von oben gesteuert. Croissant. Den kannten wir ja, der kam auch bei uns zu uns nach Hause und hat halt berichtet. Also ich meine, der hat uns nicht versucht zu agitieren, ja. Das kam nie vor. Dass wir natürlich, wir waren diejenigen, die sonst Hilfe leisten sollten, ja. An Klaus Croissant erinnere ich mich auch noch. Immer im Rollkragenpullover. Schien ein ganz netter Typ zu sein. Er war es, der Jean-Paul Sartre nach Steinheim brachte. Ich habe auch noch die Scherze bei uns im Ohr. Was ist ein Terroristenfrühstück? Ein Kaffeehaag und ein Croissant. Manchmal brachte er auch noch andere Leute mit zu uns nach Hause. Ich würde die Entscheidung desjenigen, der völlig mit dieser Gesellschaftsordnung gebrochen hat und sich zu einem bewaffneten Kampf entschlossen hat, anerkennen. Ich meine, dass auch derjenige, der sich als revolutionär versteht und jedes Mitglied der Baader-Meinhof-Gruppe wird dies tun, Anspruch auf Achtung hat. Und ich meine, dass es gerade daran in unserem Staat fehlt. Ja, der Croissant hat ja dann gesagt, der bewaffnete Kampf ist richtig und nachvollziehbar und verständlich und so weiter. Naja, die können allen möglichen Quatsch verzapfen. Den unterschreibe ich ja nicht in dem Moment, in dem ich Kontakt mit ihm aufnehme und in dem ich mit ihm hingehe. Ich verstehe seine Gründe besser, aber Croissant ist ganz deutlich im Lauf der Jahre, weil er frei war, konnte man das beobachten, weggedriftet. Croissant ist vor 2 Monaten nach Paris gegangen, über die grüne Grenze, weil er hier eine Anklage zur Unterstützung einer kriminellen Vereinigung zu gewärtigen hatte. Die Pariser Polizei soll ihn an Deutschland ausliefern, hat ihn aber noch nicht gefunden oder finden wollen. Er hat ein Interview im französischen Fernsehen gegeben, wo er sich von dem Attentat distanziert, es gleichzeitig aber versucht zu erklären mit der zunehmenden faschistischen Entwicklung in der BRD. Die Deutschen schäumen. Jeder, der Croissant je gekannt hat, wird zum Terrorsympathisanten. Keine Nuancierungen scheinen mehr möglich. Lynchstimmung. Sie haben keine andere Möglichkeit, als mit Waffen gegen ein Regime zu kämpfen, das bereits faschistisch geworden ist. Aber es ist ein verschleierter Faschismus. Die Franzosen haben sich faszinieren lassen von dieser Situation und die Deutschen als faschistischen Staat anzugreifen oder zu definieren, war natürlich leicht oder aufgrund der Geschichte. Und Croissant hat die Franzosen da auf dem falschen Fuß erwischt oder auf dem richtigen Fuß erwischt. Und das hat das zur Konsequenz gehabt, dass die dann den Klaus Croissant idealisiert haben als den armen Anwalt, der dann von der deutschen Justiz verfolgt wird, obwohl ein Anwalt das Recht hat, seine Mandanten zu verteidigen. Also Klaus Croissant war nicht ein Anwalt für die Deutschen, aber für die Franzosen war er ein Freiheitskämpfer als Anwalt. Also man kann beinahe sagen, ganz Frankreich war Sympathisant für diese Bande à Bader, diese ein bisschen, wie die ersten Anarchisten da aufgetreten sind und
dem deutschen Staat eingeheizt haben. Das haben die Franzosen, kann man sagen, vielleicht da mit klammheimlicher Freude beobachtet. Zwei deutsche Richter haben den dringenden Verdacht ausgesprochen, dass der Herr Croissant einer kriminellen, terroristischen Vereinigung angehört. Es liegen zwei Haftbefehle deutscher Gerichte vor. Allmählich konnte man beobachten, wie sich das Bewusstsein immer mehr und mehr und mehr auf diese eine fixe Idee, der bewaffnete Kampf, ja, was denn, 11 Leute gegen den Staat oder vielleicht waren es zum Schluss 30, die haben doch nie eine Bedrohung für den Staat dargestellt, habe ich nie so empfunden. Die offenbar engen Bindungen Schlöndorffs an Dr. Croissant unterstreicht ein Aufruf, der die Freilassung des am 16. Juli dieses Jahres vorübergehend verhafteten RAF-Anwalts forderte. Zu den Erstunterzeichnenden gehören Volker Schlöndorff und seine Lebensgefährtin, die Filmschauspielerin Margarete von Trotta. Wer sich mit dem Terroristenanwalt Croissant und mit einem höchst dubiosen linksextremistischen Pamphlet solidarisiert, der hat sich für öffentliches Wirken selbst disqualifiziert. Das war natürlich irgendwie pathetic, ihn dann da in der Zelle praktisch zu sehen, in der vorher seine Klienten gesessen hatten und ihn da in dem Stammheimer Gefängnis unter diesen ganz besonderen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und zu sehen, dass er geradezu befriedigt war, nun da gelandet zu sein. Also dass die Identifikation, die begonnen hatte, die Faszination für diese Täter, dann zum Schluss nicht nur dafür zugeführt hat, dass er sich deren Ziele angenommen hat, sondern dass er zum Schluss auch sogar in deren Zelle gelandet ist. Was ich nie verstanden habe, weil ich kannte zum Beispiel auch Christoph Wackernagel, der so ein unglaublich lieber Mensch war, mit dem habe ich auch gespielt in irgendeinem Film. Und ich habe immer gedacht, wo ist die Grenze? Wann überschreitest du die Grenze und tötest Leute für deine Idee und für deine Ideale? Wann passiert das, was für mich nie vorstellbar war, dass ich dann hingehe und erschieße Menschen? Die Mutter von Christoph Wackernagel hat mir vorgeworfen, ich hätte den Christoph mit dem Croissant zusammengebracht und wäre deshalb verantwortlich dafür, dass er abgedriftet ist in die Szene. Ach, die Sache von meiner Mutter, ja natürlich. Frau Wackernagel ist voller Bitterkeit. Seit 3 Jahren etwa beschwor ich Schlöndorff und alle, die jetzt ihre Hände in Unschuld waschen, und versuchte ihnen vor Augen zu führen, dass sie alle mehr Einfluss als ich, seine Mutter, auf Christoph haben könnten, wenn sie sich verantwortlich fühlten. Ich besuche Frau Wackernagel. Sie weint, hat ein vom Weinen ganz aufgedunsenes Gesicht, ist verwirrt, verzweifelt. Am liebsten würde ich sie ganz in Ruhe lassen. Aber ich bin zu ihr gegangen wegen Volker. Ein Dilemma. Weil ich da schon mal eine Knarre benutzt habe. Ja, das nehme ich meiner Mutter auch sehr übel. Das war richtig schlimm, ja. Er hat insofern recht, als ich ihn hätte hindern müssen, mit dem Croissant abzuziehen. Aber ich habe die nicht zusammengebracht. Der Croissant hat im Gegenteil den Christoph zu mir geschleppt, als er schon bei ihm arbeitete. Christoph Wackernagel ist einer der Fälle, wo jemand vom Sympathisanten zum Unterstützer wurde und dann ganz in den Untergrund ging. Die Anwaltskanzlei Croissant als Verbindungsstelle zu den Unterstützern und Sympathisanten wurde natürlich vom Bundeskriminalamt abgehört. Und so lauschten die auch mit, wenn Christoph Wackernagel bei uns zu Hause anrief. Da hatte ich auch so einen halblegalen Job in München und war es mir zu spät, mit zurückzufahren noch nach Stuttgart, und dann war einfach so ein Besuch. Da war er irgendwann erst nicht da. Da habe ich mal das einzige Mal, wo ich mit Margarete mehr gesprochen habe. Und die so ganz intensiv, obwohl wir uns gar nicht kannten, und also bittend geradezu sagt, Christoph, tu's nicht. Margarete hat gesagt, tu's nicht. Ah ja. Tu's nicht,
gehen nicht in den Untergrund. Stimmt. Also ihr wusstet schon Na ja, Bescheid. Natürlich. Wir hatten also, ja schon einige von denen, die auch bei uns zum Teil zu Gast waren in Italien. Das haben wir ja schon miterlebt, dass da eine von abgewandert sind. Ja. Und deswegen haben wir natürlich die Nächsten, für die wir kannten, gewarnt. Einmal, das war ja keine Lösung, in den Untergrund zu gehen. Ja. Was war das? Das war lebenslanges Gefängnis, ja, ja. Wenn sie also einen Fehltritt sozusagen also gemacht haben. Dann was hatten sie dann? Und das waren ja alles junge Leute. Ich meine, die konnte man doch nicht verdammen, dass sie ein Leben lang im Gefängnis sitzen. Eines Tages, es war im März 1978, kam meine Mutter nicht nach Hause. Die Schauspielerin und Regisseurin Margarete von Trotta, die mit ihrem Film Das zweite Erwachen soeben bei der Berlinale in Berlin gute Kritiken hatte, bekam am Mittwoch von einem Münchner Amtsrichter einen Tag Ordnungshaft zudiktiert. Die Künstlerin wurde noch im Gerichtssaal zur Strafvollstreckung verhaftet. Ja, das muss wohl hier gewesen sein. Panzerglas. Ja. Aber wenn man selber in der Zelle saß, ist es doch auf jeden Fall einprägsamer als wenn man nur besucht. Naja, das ist klar. Geh doch mal auf die andere Seite, weil das ist diese Spiegelung von Blinde Zeit. Genau. Jetzt sehe ich dich nämlich. Ne, genau, das haben wir ja versucht nachzumachen, dass die sich so gespiegelt haben, dass es plötzlich ein ganz anderes Gesicht wurde. Ein ganz altes Gesicht, wenn man da genau hinguckt, die beiden Frauen, die ja noch relativ jung waren, übereinander, wurde zu einer ganz alten Frau. Dein Gesicht verschwimmt mir. Ich kann es nicht mehr richtig sehen. Aber ich meine, warum, dass du das so viel freiwillig gemacht hast, Gefangene besucht hast? Man hat ja dann mit denen auch korrespondiert. Und dann ging man einmal im Monat und die hatten halt sonst auch niemand. Ich bin zu denen hingegangen, die sonst keinen Besuch bekommen haben. Und das wurde mir von der Roten Hilfe, bei der wir hier waren, wurden mir die Adressen gegeben. Margarete von Trotta war Zuhörerin in einem Strafprozess gegen drei Linke. Der Vorfall ereignete sich während einer Erklärung des Angeklagten Johann Heinrich von Rauch. Hier warst du im Gericht, du hast gestört, du hast der Richter gab dir einen Tag Ordnungshaft und hier geht es im Grunde los. Also. Wir wehren uns gegen ein aufgezwungenes Leben. Deswegen stehen Polizeifahrzeuge vor unseren Wohnungen, hatte Johnny von Rauch zum Richter gesagt. Und weil sie dauernd vor ihren Wohnungen standen, sie ununterbrochen observiert wurden, haben sie eine unerlaubte Demonstration gemacht, in die Polizei eingriff. Ein Polizeihund biss Margit Schenke gleich zweimal ins Bein. Von Rauch erklärte, der Prozess sei ein Sympathisantenprozess. Und da immer wieder in der Öffentlichkeit der Ruf nach der Austrocknung des Sympathisantensumpfes laut würde, wäre die nächste Steigerung die Liquidierung. Der Staatsanwalt unterbrach, das sei eine Unterstellung. Der Richter wiederholte den Satz von Rauchs, indem er für das Wort wäre das Wort ist einsetzte, ihn zurechtwies und ihm das Wort entziehen wollte. Daraufhin rief ich ihm zu, von Rauch habe wäre gesagt, nicht ist, und ein Richter sollte sich mit der deutschen Sprache auskennen. Um 10 Uhr wird das Neonlicht abgedreht. Nur noch ein matter Schein dringt durch das Fenster von draußen. In der Nacht steigert sich die Angst, das Gefühl, von außen bedroht zu sein und man selber nicht hinaus kann aus dem Raum. Das kann, wie ganz sicher bei den Stammheimern, zur Panik werden. Um 9 Uhr werde ich entlassen. Ich möchte keinen Tag länger aushalten müssen. Isolation wäre mir tödlich. Im Hof singt der gleiche ausdauernde Vogel wie in unserem Hinterhof in Lehl. Nur Felix macht mir Sorge. Er wird erschrocken vor dem Wort, erschrecken vor dem Wort Gefängnis. Ne? Das tust du immer noch. Es ist ein Fehler gewesen, dass die Haftbedingungen der Mader-Meinhof-Häftlinge von den für diese Haftanstalten zuständigen Behörden nicht rechtzeitig und nicht so umfassend
der Öffentlichkeit dargestellt wurden, wie sie doch wirklich waren und wie sie doch wirklich unseren Gesetzen entsprechen. Ich habe an mindestens 3 Hungerstreiks mitgemacht, die wir draußen organisierten, um gegen die Isolationshaft der RAF-Gefangenen zu protestieren. Ich habe auch daran geglaubt und es hat dann eine Weile gedauert, bis wir alle diese Kassibe von Enslin lasen, in denen so ungefähr stand, also ihr müsst jetzt wieder ein paar liberale Idioten dazu bringen, gegen die Isolationsfolter zu demonstrieren. Denn Ulrike Meinhof war in der Tat sehr lange in einer, ja, also psychisch folterähnlichen Isolationssituation. Das ist gar keine Frage. Bei den Stammheimern kann man eher daran zweifeln. Hätten wir diese Kassiba gekannt, hätte ich womöglich gesagt, könnt mich mal gerne haben, ja. Aber die kannte man ja nicht. Und dieser arrogante Ton, den man dann nach und nach entdeckt hat, der hat uns dann auch nicht mehr abgeschreckt. Also ich weiß noch ganz genau, also der Rolf Heißler und Rolf Pohle, sogar wenn wir die besucht haben im Knast, dass die sich aufgeführt haben, als ob sie einem Befehle geben könnten. Da konnte man nur sagen, na, ihr habt ja einen Hau weg, aber wo kommt der Hau her? Das ist deshalb noch, wenn ihr einen Hau habt, das ist vielleicht die Konsequenz eurer Haftbedingungen. Es ist auf jeden Fall sozusagen kein Grund, sich nicht dafür einzusetzen, dass ihr fair behandelt werdet. Und vor allen Dingen, eins steht ganz fest, dass die Bader-Meinhof-Leute dieses Argument zielsicher eingesetzt haben, nicht um ihre Lage im Gefängnis zu verändern, das war jedenfalls nicht die Hauptsache, sondern um neue Kader zu rekrutieren, die sich ihrer Sache verschrieben. Das war der Sinn der Isolation von. Als ich das dann merkte oder auch schwarz auf weiß sah, habe ich mich natürlich an den Kopf gefasst und habe dann auch entsprechend anders gedacht und geschrieben. War das etwas, worauf man reingefallen ist? Ja. Ja. Und nach alledem, was die Angehörigen dieser Gruppe Bürgern unseres Landes angetan haben, ist es allerdings nicht angängig, sie, solange sie ihren Prozess erwarten, in einem Erholungsheim unterzubringen. Sie müssen schon die Unbequemlichkeiten eines Gefängnisses auf sich nehmen. Das ist ein Buch über das Sozialistische Patientenkollektiv in Heidelberg. Ja. Und da heißt es, Klaus Jünschke, den ich ja auch kenne, der ja auch bei der RAFA und dann aber rausgekommen ist, glaubt, dass es den deutschen Herbst ohne Isolationshaft nicht gegeben hätte. Und das glaube ich eben auch. Also, dass ohne die Isolationshaft hätte es auch keine Sympathisanten gegeben. Denn darauf sind wir angesprungen. Ja? Diese Mitteilung, dass die Meinhof da also total isoliert und nur den ganzen Tag Licht und keine Geräusche von außen und so weiter. Das, was die dann selber als Isolationsfolter beschrieben haben. Aber das hat uns eigentlich dazu gebracht. Aber das ist ja ein Riesenunterschied. Ob Isolation, es hieß ja vernichtungshaft. Naja, na gut, Folter. Das haben die. Ja, aber ich meine. Damit hat man die liberalen Leute. Ja, ja, natürlich. Bei den Hungerstreiks zum Beispiel bewusst, hat man dann erst später herausgefunden, dass Bader in der Zeit Brathähnchen gegessen hat. Naja, das war alles in Stammheim nachher, aber die waren ja zunächst nicht alle in einem Gefängnis da. Die haben ja, also durch Hungerstreik und so, haben sie eben auch darum gekämpft, dass sie zusammengelegt wurden. Ich habe ja auch mit jemandem gesprochen, der war in Einzelhaft. Aber der hat auch gleichzeitig gesagt, die ganze Propaganda, die damit gemacht wurde, ist immer gesagt, das ist wie Gestapo, das ist wie in Südamerika. In Südamerika wurde das Licht ausgemacht und da wurde dir eine Fieber in die Zelle getan. Ja, das natürlich, ist natürlich. Felix, das war ein Rechtsstaat. Und dieser Staat hat nie genug deutlich gemacht, dass er sich wirklich mit den Verbrechen der Vergangenheit auseinandergesetzt hat und auch die Täter verfolgt hat. Ich meine, was ich gut verstehen kann, ist, dass das ein wesentliches Moment war, ein Motiv war, Sympathien zu entwickeln für die, die da in dieser Isolationshaft saßen. Aber der nächste Schritt kann doch nicht sein, dann auch Sympathien zu haben für was die dann draußen an Anschlägen gemacht haben. Damit, das hatten wir ja auch nicht. Das hatten wir auch nicht. Ja.
führten also Sympathie für sie nur insofern, dass sie von uns aus gesehen falsch behandelt wurden im Gefängnis, ja, und dass wir dafür plädiert haben, dass sie menschlich behandelt werden. Demnach ist also der Staat damals selber schuld gewesen an der Eskalation. In gewisser Weise schon. Du hast ganz entzündete Augen. Vom Neonlicht. Seit dem letzten Mal hast du mindestens 10 Pfund abgenommen. Pass auf, ich werde noch richtig schön hier drin. Hör doch auf, Marianne, wir haben nur eine halbe Stunde. Warum macht ihr das? Warum schwächst du dich mutwillig? Wie viele Tage sind es jetzt? 25. Und wir machen weiter. Bis wir uns zusammenlegen. Eins verstehe ich nicht. Ihr wollt die Auserwählten sein, aber gleichzeitig behandelt werden wie ganz normale Gefangene. Findest du das konsequent? Sag mal, wie redest du eigentlich? Wo bist du denn gelandet? Schreibst neuerdings für die Springerpresse? Weißt du eigentlich, was hier vorgeht? Ich sehe nur dich und den Anwalt. Einmal im Monat. Sonst niemand. Nur die scheiß Wachteln hier. Ich kriege keine Briefe. Die lassen keine Post durch. Nur deine und die von Mutter. Ich höre nichts. Die lassen keine Geräusche durch. Schallisolierung funktioniert perfekt, weißt du? Als ich nach Celle gekommen bin und da praktisch 2,5 Jahre in einer Geräuschisolation gewesen bin, ich habe nicht mehr sprechen können, ich habe meine Sprache verloren, ich habe nicht mehr lesen können, ich habe auch nicht mehr denken können, ich habe mich irgendwann für vollständig verblödet gehalten. Und das ist etwas gewesen, und anderen ist es ja genauso gegangen, wo man sich dann entschieden hatte und hat gesagt, nein, bevor du hier so langsam krepierst oder vielleicht im Selbstmord endest, bevor das mit dir passiert, führst du einen Hungerstreik. Und auf den ist dann wiederum mit einer enormen Gewalt geantwortet worden. Und worüber Sie als Historiker oder andere Historiker doch auch einfach mal nachdenken oder nachforschen müssten, ist, die Hochsicherheitstrakte sind legitimiert worden in der Öffentlichkeit damit, dass man gesagt hat, da können die Gefangenen jetzt nach innen in maximaler Kommunikation zusammen können. Nur nach außen sind sie gesichert. Wir müssen uns nach außen sichern, aber nach innen sind sie sozusagen nicht isoliert. Die Wahrheit ist eine andere gewesen. Ich bin so isoliert gewesen wie nie in meinem Leben zuvor, als ich in diesen Hochsicherheitstrakt gekommen bin. Und das habe ich nur durchbrochen, indem ich mit jemand anderem, der auch isoliert war, da drin einen Hungerstreik von 71 Tagen geführt habe. Die haben Isolationshaft gehabt, aber konnten sich immer treffen. Es ist sicherlich, haben wir damals, haben alle, sagen wir, sind schlampig mit der Wahrheit umgegangen. Sowohl der Staat hat behauptet, es sind wunderbare Haftbewegungen, wie wir das behauptet haben, das wäre totale Isolation. Es war weder noch. Man denkt ja nicht drüber nach, muss ich mich dafür einsetzen oder ist das politisch naiv oder ist das falsch. Zum Beispiel kommt ein Anruf von einem der Anwälte, der sagt, der Holger Mainz ist im Gefängnis im letzten Stadium des Hungerstreiks und versuchen Sie doch mal, was Sie da bewirken können. Wieso kam das gerade an dich? Warum das an mich kam, weiß ich auch nicht, weil man mir zugetraut hat, und tatsächlich zu Recht, dass ich vielleicht was machen könnte. Ich habe nämlich dort angerufen und habe den Anstaltsarzt ans Telefon bekommen und habe ihm erklärt, wie ist das denn? Da ist doch dieser Holger Mainz und der wird also innerhalb der nächsten 48 Stunden wahrscheinlich sterben. Können Sie denn da nichts tun? Ich bin selbst Arztsohn und ich kann mir vorstellen, das kann man doch nicht einfach mit ansehen. Und dann hat er ja sehr oberflächlich oder wie auch immer gesagt, ach, wissen Sie, Sie setzen sich für die falsche Sache ein, vergessen Sie diese Leute, da kann man nichts tun. Wir haben ja alles versucht. Dann habe ich gesagt, ja, aber haben Sie auch an diesem Wochenende alles versucht? Nein, ich war am Freitag zum letzten Mal da. Sage ich, ja, jetzt ist aber Sonntagvormittag und es muss doch verhindert werden, dass der Mensch krepiert. Und hat er gesagt, ich kann da nichts dran tun.
Und wenn man das erfahren hat und am nächsten Morgen sieht man in der Zeitung, dass der tatsächlich tot ist, dann kann man doch nicht daran zweifeln, dass man Recht gehabt hat, da anzurufen, um das zu verhindern. Und das hat nachher, das ist eine Wut, die bleibt ja, die kommt sofort wieder. Holger Malens hat es drauf ankommen lassen oder dieses Opfer gebracht, um, wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt, um zu zeigen, wie weit dieser Staat geht, dass er Gefangene eben umbringt oder sterben lässt oder wie auch immer man es nennt, um seine imperialistischen Interessen durchzusetzen. Also das hat sozusagen bei jemand aus dem engen Umfeld nicht so funktioniert. Das hat sicherlich bei den breiteren Umfeldern und denen, die diese Hintergründe nicht wussten, so gewirkt. Aber sicherlich nicht, jedenfalls nicht bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei anderen war. Sie haben das pragmatisch gesehen fast schon, oder wussten die Hintergründe? Ich wusste, dass es auch eine, ganz hart gesagt, Propagandaaktion war. Nachricht von dem Mordanschlag auf Hans Martin Schleyer und die ihn begleitenden Beamten und Mitarbeiter hat mich tief getroffen. Sie erinnern sich, dass ich bei der Trauerfeier für Buback und Wurster und Göbel eindringlich an jene relativ kleine Minderheit in unserem Lande appelliert habe, die für die Täter ein mehr oder minder deutliches Verständnis gezeigt hatte. Ich spreche von den sogenannten Sympathisanten. Für jeden Bürger, dem der freiheitliche Rechtsstaat etwas gilt, ist inzwischen klar, dass es für die Schuldigen keine Ausreden mehr gibt. Es gibt einen Beitrag von Willy Brandt, wo er gegen die Sympathisanten ist. Er hat das dann sehr scharf in der Nacht, nachdem Schleyer entführt worden ist, hat er sich hingesetzt, einen ganz scharfen Beitrag über Sympathisanten geschrieben. Der kam immer vorwärts. Brandt hat hier gesagt, ohne die Sympathisanten wären die Attentäter hilflos. Sie bilden die ermunternde Kulisse, vor der die Mörder als Helden agieren können, agieren müssen, weil sie ohne diese psychische und psychologische Ausstattung das Leben im Untergrund und das Morden nicht zu verkraften sind. Also Willy Brandt. Das ist seine Aussage. Ich glaube nicht, dass es Baader-Meinhof nicht gegeben hätte ohne Sympathisanten, wobei ich jetzt nicht meine Sympathisanten, die Anwälte unterstützt haben oder die Rote Hilfe, sondern ohne Sympathisanten bei ihrem Publikum. Das ist doch ganz klar, das fangen wir an mit dem simpelsten Ding, dem Kaufhausbrand in Frankfurt, das war nicht gemacht, um Karstadt einzuschüchtern. Sie sollen keinen Konsum mehr beliefern, sondern das war gemacht, um die ganze Generation, die gegen den Konsumterror war, um sich vor denen zu profilieren und zu sagen, das ist unsere Art des Protestes. Und da wussten sie, dass sie ihren Beifall bekommen. Wenn ich so meine Akten damals gelesen habe, wer sich alles nur distanziert und Hennewig hat nichts damit zu tun, ja, das ist die Mehrheit. Das war die Kulisse. Und die paar Schlöndorfs und Gollwitzers, die sind die Ausnahmen. Die waren zu wenig und haben
haben gar nicht radikal genug. Die hätten alle sagen müssen, die RAF ist das Tollste und ich weiß auch nicht, was sie hätten machen sollen. Ich habe Hilfe erfahren, auch von Leuten, die legal gewesen sind. Die würden wir aber nicht in diese Kategorie der intellektuellen und der medialen Persönlichkeiten fassen. Das ist zu diesem Zeitpunkt, als ich zumindest in die Illegalität gegangen bin und für unsere Gruppe ist das einfach nicht der Fall gewesen. Aber vorher hat es das ja gegeben. Es hat, und zwar gar nicht gemessen an diesem Namen, die du eben genannt hast, sondern es hat tatsächlich ein großes Sympathisantenumfeld gegeben. Die hätten nicht so lange machen können, wenn es das nicht gegeben hätte. Und zwar teilweise sehr wohlhabende Leute, deren Namen man bis heute noch nicht kennt und die ich auch nicht, soweit ich sie kenne, aussprechen werde, die sich edel fühlten, mutig, sozusagen als historisch, im Sinne einer historischen Lehre handelnd begriffen, die Geld, Unterschlupf und ich weiß nicht, was alles noch gewährt haben. Das war eine große Szene. Da habt ihr euch denn dann als ermunternde Kulisse verstanden? Nein, was meinte er denn damit? Natürlich nicht. Nein, ich hab das auch gar nicht gehört von ihm damals. Also das weißt du. Das hat er gesagt. Das war ich jetzt erst, ja. Also ermunternde Kulisse, die Sympathisanten. Das tat ihm dann offenbar leid, aber... Das hat ihm leid getan. Ich glaube, ich habe auch in meinem Tagebuch das irgendwann mal ausgedrückt. Da war mehr so ein etwas persönlicheren Kreis. Und da hat er sich dann schon auch anders ausgedrückt. Er entschuldigt sich fast, dass er in der ersten Nacht auch von Sympathisanten gesprochen habe. Das sei ein völlig falsches Wort. Er würde jetzt nur noch von Helfern reden oder schreiben. Zu Ende des Abends prostet Willy Brandt Volker immer wieder von Weitem zu. Prost, Herr Sympathisant. Da benutzt er das Wort doch. In diesen Tagen forderte die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag die SPD-Fraktion erneut auf, den Filmregisseur Volker Schlöndorff als ihren Vertreter aus der mit öffentlichen Mitteln finanzierten Filmförderungsanstalt zurückzuziehen. Schlöndorff ist durch eine Reihe von Vorfällen ins Zwielicht geraten. Schlöndorff, seit 1973 Mitglied des sogenannten Komitees gegen Folter in der Bundesrepublik, gehört dem Beirat des mit den RAF-Terroristen sympathisierenden sogenannten Informationsdienstes zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten an. Der sogenannte Informationsdienst vom 22. Juli dieses Jahres hebt Schlöndorffs aktive Mitwirkung hervor. Also Angst habe ich sicher auch gehabt. Aber die hat mich nie gelähmt, weil ich habe ja Möglichkeiten, noch mich zu wehren. Und in irgendeiner Art und Weise hat mir diese ganze Diffamierungskampagne, ist die mir von einem gewissen Punkt an auch egal gewesen. Weil ich habe gesagt, wenn ich nach 10 Jahren Arbeit oder 12 Jahren, dass ich Filme mache, nicht nach dem beurteilt werde, was ich hier auf Zelluloid gemacht habe und was ich in Filmen gemacht habe, sondern von der Beteiligung an irgendeiner Unterschriftenaktion oder sowas, dann ist den guten Leuten auch nicht mehr zu helfen. Der erste Drohbrief an Volker. Vergasen sollte man dich, du Meinhof Ganove. Seine Adresse stand am Samstag unter seinem in der SZ abgedruckten Leserbrief. Bei Löwenthal im ZDF-Magazin wurde auch gegen ihn gehetzt. Hier... Volker wird angegriffen in den Abendnachrichten des ZDF. Daran erinnere ich mich auch irgendwann, dass ich in der Schule da angesprochen wurde, weil das heute Nachrichten hat natürlich jeder gesehen. Naja, das ist natürlich daran, enorm. Was ist denn da? Das ist ganz, ist da ganz enorm. Terroristenfreunde seid ihr. Ja. Es hat noch immer, meine Damen und Herren, solche gegeben, die mit dem Wort, mit der Tinte, vom Katheter oder mit dem Mikrofon die geistigen Urheber der Taten waren, als deren Ergebnisse dann zerschossene Menschen zerfetzt auf dem Straßenpflaster liegen oder Familien um das Schicksal des Vaters dann wochenlang in bitterer Verzweiflung verbringen.
Diese Schuldigen, meine Damen und Herren, gehören genauso an das Licht der Öffentlichkeit gebracht wie diejenigen, die die Bombe werfen oder mit der Maschinenpistole eine bessere Gesellschaft herbeiführen wollen. Ich habe sowieso nicht verstanden, warum die, der war ja nun wirklich ein SS-Mann gewesen. Und das ist ja auch wieder so ein Fall, da konnte man sich schon fragen, wie ist das möglich, dass ein ehemaliger SS-Mann, der noch seine Dienste, da gibt es ja Briefe von ihm, bei seinem Vorgesetzten angepriesen hat und um Verlängerung bei Heidrich ersucht, dass so ein Mann mit dieser Vorgeschichte zum mächtigsten Mann des Arbeitgeberverbandes wird. Das ist doch wirklich schon sehr, sehr weit gegangen, oder? Und deswegen habe ich einfach nicht verstanden, warum die Gruppe, die ihn da gefangen genommen hat, alle vier Begleiter erschossen, warum die diese Verhörprotokolle, wenn sie es die denn wirklich, wenn sie überhaupt genug recherchiert hatten, vielleicht hatten ja einfach genügt Arbeitgeberpräsident schuldig. Wenn sie recherchiert hätten und ihn dann zu seiner Vergangenheit befragt hätten und man diese Protokolle gelesen hätte und ihn anschließend freigelassen hätte, es wäre eine völlig andere Aktion geworden. Und die ganze Welt hätte sich gefragt, Moment mal, wie konnte ein solcher Mann zum Arbeitgeberpräsidenten werden? Und warum hat es jetzt einer solchen kriminellen Gruppe bedurft, um mal sein ganzes Leben zu erforschen? Aber ich glaube, die haben an sowas gar nicht gedacht. Dieser eine Satz, wir haben seine klägliche und korrupte Existenz beendet. Das ist reine Faschistensprache. Und da sind also die vermeintlichen Antifaschisten genau auf den Punkt gekommen, auf dem ihre vermeintlichen Feinde angekommen waren. Ja, das ist schrecklich, schrecklich. Und diese aller Härte hat dazu geführt, dass die Gewalttaten immer abscheulicher wurden. Das Schlimmste natürlich, Schleier erschossen im Kofferraum von einem Auto, also schlimmste Mafia-Methoden. Das kann mit Grausen davonlaufen, wenn man sowas hört. Ja. Aber es ist eben der Endpunkt von etwas gewesen, was vorher angefangen hat und wo ich immer noch im Nachhinein sagen würde, unser Einsatz war richtig, aber er war ungenügend. Wir alle bejahen den demokratischen Kampf, den Kampf der Meinungen und der Argumente. Haben diejenigen, die die Terroristen geistig oder materiell unterstützen, überhaupt noch nicht begriffen, was eine demokratische Lebensordnung ist? So haben diejenigen, die auf der menschlichen Würde auch des Terroristen bestehen, die Demokratie zu Ende gedacht. Mir war klar, dass erstens, ich habe nie daran geglaubt, dass Ulrike ermordet wurde. Ich habe an Selbstmord geglaubt. Und ich habe dann, als es in Stammheim passierte mit den vier Bader-Meinhof-Leuten, auch nicht geglaubt, dass sie ermordet worden sind. Obwohl sich ja dieses Gerücht bis heute hält. Das wird sich auch immer halten. Das, so etwas ist unausrottbar. Wenn ich habe mir, weil wir gerade drauf kommen, ein Tagebuchaufzeichnung von Margarete gefunden, von 1977, Anfang November. Also das lag nicht weit zurück von Stammheim. Sind die
ermordet worden oder nicht. Das, und was hat Margarete geglaubt? Und da heißt es hier, vom Ausland her traut man Deutschland eine perfekte Beseitigung der Hauptgefangenen ohne weiteres zu. Peter Hamm und die meisten glauben an den Selbstmord, Peter Schneider dagegen an Mord, auch Thomas Brasch. Peter Schneider an Mord? Da würde ich mich aber wundern. Also in meinen Aufzeichnungen steht nichts davon. Ich habe gesehen, wie die Leute eben behandelt wurden. Und deswegen haben wir alle geglaubt, nachdem die in Stammheim starben, ja, dass sie ermordet worden sind. Und das war lange Zeit, dass wir das geglaubt haben. Und die Franzosen haben es geglaubt, die Italiener haben alle geglaubt. Warum war das denkbar? Warum haben wir noch nicht begriffen, dass Deutschland sich gewandelt hatte? Das sagt ja auch was über das Land und auch über unsere Erziehung oder unser Leben in den 50er Jahren, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, das zu denken, dass unser Staat immer noch in der Lage oder dazu bereit wäre, ja. Und das fand ich irgendwie spannend auch zu begreifen. Ja, ja, im ersten Moment haben viele das geglaubt. Die Margarete war ja sogar in so einem Aufklärungskomitee. Ich fand es immer viel schlimmer, dass die sich selbst umgebracht haben als so eine Räuberpistole. Weil wenn die Leute, die mit so viel Idealismus mal aufgebrochen sind, sich dann zum Schluss selbst umbringen, das ist so ein furchtbares Ende. Das fand ich viel schlimmer als jede Spionage oder Verschwörungstheorie. Für mich war es zweifelhaft, ob es wirklich so war, wie es in den Medien dargestellt wurde, weil es einfach eine zu perfekte Inszenierung war. Und das ist meistens was, wo man skeptisch wird, wenn man das passt zu genau ins Drehbuch. Ja, später hieß es ja dann, die Inszenierung wollten sie. Sie wollten ja die Zweifel schon sehen. Schüren, das heißt, ja, wie kann man sich so von hinten selber, das geht das überhaupt? Ja, das ist natürlich schon, sehr intelligent. Weiß ich nicht, ob ich das Bader noch unbedingt. Ja. Man wird es nicht rausfinden. Aber also die Schwester von der Enslin ist bis heute überzeugt, dass es... Ja, das ist dann wieder so eine Familie, wenn du jemanden aus der Familie verlierst. Aber man wird es nicht rausfinden. Es hat aber in jedem Fall doch viel zur Legendenbildung beigetragen. Das bedeutet, Sie wussten, dass Waffen da reingeliefert wurden? Das wussten Sie und insofern war Ihnen das auch... War in der Gruppe, wurde das so besprochen? Und wurde aber gesagt, nach außen sagen wir das. Gudrun Enslin hatte mehrmals um meinen Besuch gebeten. Ich hatte zugesagt und dann immer wieder aus Scheu verschoben. Ich fürchtete mich fast vor einer Begegnung. Ich fürchtete mich, sie könne glauben, dass ich ihre Sache vertreten, weiterführen, verteidigen könnte. 1969 in den Brandstiftern von Klaus Lemke habe ich ihre Rolle gespielt und habe den Satz sagen müssen, die Revolution muss endlich gemacht werden. Seitdem habe ich an ihr immer mehr Interesse gehabt als lediglich an einer zeitgeschichtlichen Person. Ihre Rabiatheit, die nie ohne Emotionen war und immer direkt, hat für mich trotz meiner Ablehnung etwas Verwandtschaftliches gehabt. Andreas Bader war für mich immer uninteressant. Mehr Sympathie schon für Raspe, der einmal Mönch hatte werden wollen. Voller mitfühlender Aufmerksamkeit war ich nur für die Frauen, der intellektuellen Leidens- und Todesfigur Ulrike Meinhof und für Gudrun Enslin. Gudrun Enslin war die Doppelgängerin und mir war einen Moment lang, als müsse ich jetzt auch sterben. Sie war die extreme Projektion meiner selbst. Heute Abend hatte ich plötzlich Angst, auf die Straße zu gehen, den abendlichen Spaziergang mit Volker zu machen. Das war auch so deutlich zu spüren bei der Beerdigung in Stammheim, dass die da hingekommen sind, keineswegs irgendwie unbedingt Terrorismus unterstützen wollten, sondern die kamen, um, wie man so sagt, welche zu Grabe zu tragen, die man mal gekannt hat, wenn nicht persönlich, doch wenigstens das Gefühl hat,
die gehören doch zu uns, die gehören zu unserer Generation, die hatten mal dieselben Ziele. Ihr seid doch alle mal aus 68 hervorgegangen und mit euch ist es so geendet, wir sind hier. Das war so eine sehr ratlose Sprachlosigkeit, da wurde ja auch kein Lied gesungen. Dieses Häufchen von 1000 oder vielleicht 2000 Leuten, die da mitgingen, die wussten auch nicht zu reagieren, aber sie wollten ausdrücken, ihr gehört eigentlich zu uns oder wir gehören zu euch. Das war natürlich für alle, die dabei waren, ein ganz einschneidendes Erlebnis. Die Angehörigen, wollen die bitte nach vorne kommen? Lassen wir die Angehörigen bitte hier vor. 3 Tage nach der ersten Zusammenkunft der Regisseure im Oktober 77 sind Volker Schlöndorff, Alexander Kluge und Rainer Werner Fassbinder die einzigen, die spontan zu drehen beginnen. Schlöndorff und Kluge filmen die Beerdigungen in Stuttgart. Das ist eigentlich wirklich nur das, was wir gemacht haben, wie du und ich, dass das halt wirklich spontane, also das ist nicht so, das sind keine Kunststückchen, weißt du, ich meine, Film als Kunststück, das ist eine Sache für sich und die kann man machen, aber hier war der Ausgangspunkt überhaupt nicht der, ne? Ich bin auch der Ansicht, wir hätten statt liberal etwas radikaler sein sollen. Das ist schon richtig. Aber es ist nun mal so und vielleicht sollte man aus dem etwas Radikales machen letztendlich. Das ist das sicherste Gefängnis der Welt. Ein Kontaktsperregesetz, wo kein Mensch in die Zellen darf. Die Zellen werden jeden Tag 2x aufs Gründlichste untersucht. Das sind richtige Pistolen, das ist vorstellbar. Für mich am beeindruckendsten ist der Fassbinder, diese Passage, wo er da nackt sitzt. In der Passage habe ich eigentlich erst gemerkt, wie hilflos und wie zerrissen manche Intellektuelle waren, die sich auf der einen Seite nicht mit dem Staat identifizieren wollten, für die aber die RAF in dem, was aus ihr geworden ist, auch keine Identifikationsmöglichkeit war und die im wahrsten Sinne des Wortes oder des Bildes wie hier einen völlig zerrissenen Eindruck gemacht haben und hilflos und ohnmächtig. Viel zu rasch wieder weg zum Bahnhof und von dort aus nach Bonn, wo Willy Brandt zu Ehren oder anlässlich von Günter Grass 50. Geburtstag Gäste geladen hat. SPD-Wähler und Wahlhelfer, die einen Abend lang ihren Unmut an der SPD und deren Fehlern und viel zu defensiver Haltung ablassen durften. Grass, die Steckbande, Duwe, Axel Eggebrecht, Horst E. Richter, Böll, von Politikern außer Brandt, Wischnewski, Barr, Ehmke, Dieter Lattmann. Mein Eindruck, ein Hahnenkampf zwischen Redegewaltigen. Die einzigen völlig uneitlen, wohltuenden Worte fand wieder einmal Heinrich Böll. Zum Schluss. Er hatte sich auch nicht zu Wort gemeldet, sondern war von Willy Brandt darum gebeten worden. Er sagte, was ist das für ein Zeichen für den Zustand eines Landes, dass wir heute schon wieder einem Mann dankbar sein müssen, der so etwas Normales tut, wie Leute beerdigen. Gemeint ist Oberbürgermeister Rommel von Stuttgart, der gegen zahlreiche Stimmen aus CDU und der Bevölkerung durchgesetzt hat, dass die 3 heute Morgen beerdigt werden konnten.
die andere einfach in die Kanalisation werfen wollten, von Mühlhausen, wo Schleier gefunden wurde. Damit schließt der Abend dieses Tages wieder an den Morgen an. Wissen Sie, Herr Duhamel, ich kann den Ausdruck Sympathisanten nicht leiden, weil es ein sehr unscharfer Ausdruck ist. Ich möchte das Wort Sympathisant nicht gebrauchen. Auf einmal wollte Helmut Schmidt nicht mehr von Sympathisanten sprechen. Im französischen Fernsehen musste er erklären, nein, Deutschland ist kein Polizeistaat. In Deutschland bringt der Staat auch keine Gefangenen um. Ich mochte ihn bald nicht mehr so. Er war mir zu sehr für Atomkraft und für die NATO-Nachrüstung. Trotzdem war ich traurig, als dann Helmut Kohl Kanzler wurde. Auch wenn die Haftbedingungen der RAF-Gefangenen als Thema präsent blieben, das Wort Sympathisant hörte man immer seltener und das politische Engagement verlagerte sich. Nach dieser polarisierenden, nach dieser aufwühlenden Zeit zu Ende der 70er wollten sich viele erst einmal auf andere Dinge konzentrieren. Auch wenn einige schon bald begannen, das Geschehene aufzuarbeiten. Manchmal kehrte das Sympathisantenetikett wieder zurück. Im Wahlkampf 1980, als Franz Josef Strauß Kanzler werden wollte, waren sie erneut die Terroristenfreunde. Auf Plakaten, die Strauß-Anhänger auch direkt vor unserer Haustür aufhingen. Manches verstehe ich jetzt besser. Warum bewegt uns diese Zeit noch Jahrzehnte danach so stark und ist das Interesse an der RAF noch so groß? Wahrscheinlich, weil doch sehr viele Menschen Sympathien für ihre anfänglichen Motive und den angeblichen Kampf für eine gerechtere Welt hatten. Es heißt ja sogar, nicht der Staat oder die Fahndung des BKA, sondern das Wegbrechen auch der allerletzten Sympathisanten habe das Ende der RAF bewirkt, als sie sich dann 1998 endgültig für aufgelöst erklärt hat. Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt. Es ist nie wieder gut zu machen. Also es war so, dass in dieser Stimmung, entweder bist du für uns oder gegen uns, wurden alle, was das Grausame war, alle Zwischentöne, ja, mussten weg. Und es war hart, die Repression, die Art, die Schleierfahndung, die Art der Fahndung, diesen Sonnenstaat, den man errichten wollte, war gefährlich. Die RAF war mörderisch. Aber man sieht es verglichen mit dem Terrorismus heute. Ja, das muss man neu bewerten. Das war schlimm und es war richtig, dass dieser Staat die RAF bekämpft. Aber ich finde, dass da zu viel an demokratischer Substanz beiseite geschoben wurde in dieser Zeit. Es war auf einmal Schluss mit der Linken und mit der liberalen Öffentlichkeit in einem gewissen Sinne. Alle haben, und ich selbst, haben gesagt, dass, also wenn das dazu geführt hat, wenn das so endet mit diesem Mafia-Mord im Kofferraum, dann muss man wirklich sagen, Schluss und aus, das geht nicht mehr weiter. Ich bin heute der Meinung, dass die RAF im Oktober 77 politisch gescheitert ist. Und sie war nicht in der Lage, dieses politische aufzuheben und ist dann 82, als dieses Zentraldepot
hochgegangen ist. Das sind ja nicht nur einfach technische Dinge, da steckt ja auch eine bestimmte Denkweise und eine Haltung dahinter. War sie auch militärisch spätestens gescheitert. Aber das Ende der RAF würde ich heute wirklich auf Oktober 77 sehen. Es gibt ein breites Bewusstsein davon, dass die Verhältnisse, in denen wir leben, nicht in Ordnung sind. Und das sagt heute auch jeder Pfarrer in der Kirche. Und das ist ein Widerspruch, unter dem ich heute noch leide, ist falsch, für den ich bis heute keine Antwort weiß. Zumal der bewaffnete Kampf die Antwort eben nicht war. Das ändert aber nichts an diesen falschen Verhältnissen. Und wenn Sie sagen, es ist gescheitert, und es ist gescheitert, big time. Auch wo ich ja der Meinung bin, diese revolutionäre Situation hat nicht bestanden. Und vor allem die Unterstützung derer, für die sie es gemacht haben, die war auch nicht da. Und die brauchst du. Die brauchst du für eine Revolution, brauchst du die Menschen, für die du sie machen möchtest. Und das war glaube ich, nicht der Fall. Das war schon eine sehr isolierte Gruppe in jeder Beziehung. Ich glaube, es war damals zwangsläufig. Aber diese Utopie eines sozialistischen Staates oder einer Revolution in Deutschland, irgendwo war das doch diese Utopie immer in unserem Hinterkopf, die kann ich heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Weil nach dem Schleiermord wegen dem Terrorismus, aber ganz überhaupt das sozialistische Projekt hier in Babelsberg, wo wir jetzt sind, als ich hierher gekommen bin und gesehen habe, was der Sozialismus nicht nur mit der Industrie und den Landschaften gemacht hat und der Wirtschaft, sondern mit den Menschen, ja, da kann ich überhaupt nicht mehr dran glauben. Eine gute Sozialdemokratie schon noch, aber es ist für mich nicht logisch, aber auch kein Widerspruch, dass ich mich heute dafür die CDU, das heißt für die Angela Merkel einsetze. Also ohne Utopie ist es ja auch schwer zu leben. Man sucht sich ja doch immer noch irgendeine Hoffnung und Utopie hat immer was mit Hoffnung zu tun. Also ich würde jetzt mich nicht als Pfarrer hinstellen, ihr müsst jetzt alle Buße tun und Treue tun, das ist völlig unproduktiv. Das bringt überhaupt nicht. Ich finde es eher, es gehört eine fast gebotene intellektuelle Neugier dazu. Welche Umstände waren das? Wie war ich damals? In welchen Gruppen? Die Gruppe spielt ja immer die Hauptrolle, die Identität in der Gruppe. Dass ich mich da auch so verirren konnte. Ja. Es ist einfach eine Frage, dass man sich für den eigenen Weg und eben auch die eigenen Irrtümer interessiert. Ich finde es so kläglich, dass das immer alles dann geleugnet wird oder vergessen und verdrängt wird. Solche Menschen sind ja auch ganz uninteressant. Die haben dann gar keine Geschichte. Nein, ich tue keine Buße. Ich meine, das gehört zu meinem Leben. Dass man sich im Leben irren kann, das gehört auch zum Leben. Und wenn überhaupt, dann noch an welcher Stelle? Naja, ich meine, was ich mir schon vorwerfe, ist, dass ich nicht immer mit meinem eigenen Kopf gedacht habe. Ja. Also, dass ich genau das, was Hannah Arendt verlangt, dass man unabhängig von dem, was einem von außen aufoktroyiert wird, ja, egal ob das also jetzt konservativ oder sogenannt fortschrittlich ist, dass man immer wieder und jeden Tag alleine denkt. Ja, und das habe ich nicht getan. Ich habe mich da an Ideologien oder in Utopien irgendwie mitreißen lassen oder mich mit ihnen, mit anderen mitbewegt, ohne das jedes Mal wieder in Frage zu stellen. Das habe ich mittlerweile gelernt.